Hallo, du hast das Pyramidalis-Projekt gefunden. Das besteht aus vielen Teilen und du kannst sie hier im Vorspann anklicken oder auch innerhalb des Videos an der einen oder anderen Stelle einen Link finden zu Hintergrundinformationen. So, jetzt sind wir hier in einer Mystcraft-Welt. Das wollte ich ja auch schon mal ausprobiert haben, nur erschien mir das auf unserem Server zu kompliziert, das von der Server-Sache her handhaben zu können, was einfach zu umständlich und zu rechenaufwendig ist. Aber hier der Server kann das. Und wir sehen hier halt auch eine Welt, die entsprechend interessant gebaut wird und ist. Und werden darüber natürlich auch Tutorials machen. Jetzt sammeln wir erstmal hier diese Pages ein, denn die sind ja hochgradig wichtig und interessant. Denn diese bestimmen ja, oder damit kann man halt die Eigenschaften von Welten bestimmen. Und da werden wir also dann bei Zeiten die entsprechende Tutorial zu machen, wie das genau funktioniert. Und vor allen Dingen, wie man das steuert, dass es gut ist. Leider ist es so, dass die Methoden sich ständig oder zumindest von verschiedenen Versionen her geändert haben, sodass man nicht mehr ganz genau weiß, wie man das optimal baut. Aber es bleibt immer ein Random über Nesa-Biom. Wie interessant ist das denn? Aha, Mountain-Biom, Vulkano-Biom, super. Twilight Lake, Eternal Snow, Eternal Weather, na super. Okay, auf jeden Fall, die packe ich jetzt alle mal hier in meine Ender Porsche und dann sind die jetzt erstmal in meinem ME-System. Zack, vielleicht sind so, ich kann weiterfliegen, aber das ist natürlich super geil. Dias hier abbauen mit so einem Hammer, das ist, macht ja richtig Spaß. Ne? Also, pass mal auf, wie das geht. Mal nur mal so zeigen, spaßeshalber. So, da geht das Inventar richtig. Na gut, okay. Wollte ich euch nur gezeigt haben, also da gibt es demnächst sicherlich noch mehr von. Bis dann mal. So, ja, jetzt kommen wir mal zu diesen speziellen Sachen. Und zwar habe ich mir jetzt aus den vielen Pages, die man hier haben kann, ne, also gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Seiten, da habe ich natürlich lange noch nicht alle. Das wird noch eine Zeit lang dauern, aber ich habe mir aus den Dingen, die ich da habe, schon mal so eine Art Rohbuch zusammengebaut mit Seiten, die ich gut finde. Das zeige ich euch mal. Also das hier ist jetzt hier dieser Table hier und da packe ich jetzt mal hier links dieses Buch rein, dieses Notebook. Das ist so eine Art Notizzettel, ja. Also jetzt habe ich also hier zum Beispiel, das kann man mal hier so ein bisschen die Dinge, die ich als sekundär betrachte. Also natürlich, das ist das Deckblatt hier, das kommt immer als erstes umhin. Aber dann habe ich halt hier, und das ist relativ wichtig, wie es gebaut ist. Und zwar ist es ja so, man kann jetzt, wenn man also hier sagen wir Dense Ores, Diamond Ore, Extreme Hills, und dann kommt Clear Modifiers. Das hat seinen Sinn. Ich mache das mal hier so ein bisschen getrennt davon, dass man so ein bisschen Abstand hat. Dieser Clear Modifier, der sozusagen schließt hier die Modifizierungen von Extreme Hills ab. Also das ist ja Extreme Hills, ist das Biom und links von der, da kommen natürlich die Veränderungen dieses Bioms hin. Also sagen wir, dass da mehr Diamanten sein sollen und dass die Gesamtdichte der Erze also erhöht sein soll. Und wenn man das also für dieses Biom zum Beispiel festgelegt hat, dann sagt man, okay, Clear Modifiers heißt, dass an der Stelle hier alles, was hier irgendwie ungünstig sein sollte, durch diesen Clear Modifiers ja aufgehoben, beendet wird oder sonst wie, hoffe ich ja natürlich immer. Und dann kommt natürlich die Frage Standard World, das soll also eine Standardwelt sein. Möglicherweise könnte man jetzt hier hinter nochmal so Clear Modifiers machen. Da bin ich also noch in der Experimentierphase, muss ich ganz klar sagen, ich bin da auch kein Guru und Gott. Aber das, was hier steht, funktioniert schon mal, also Standard World. Und dann mache ich das dann dahinter Normal Wetter, Normal Licht, also normales Licht. Wobei das natürlich, gerade haben wir ja gesehen, ziemlich dunkel war. Und normalen Mond, also wenn es den dann gibt, dann bitteschön, kann man ihn auch sehen. Und wie gesagt, das ist das Deckblatt. Das sind also jetzt so Sachen, die hier drin sind.
Und ja, gut, jetzt kann man die natürlich erstmal, das ist sozusagen mein Notizbuch, ja, das heißt ja auch Notebook. Jetzt kann ich die hier kopieren, diese Blätter hier, und zwar habe ich hier oben Papier drin. Hier oben habe ich Inkwell drin, das ist also, naja, also Tinte, kann man ja locker im Not Enough Item gucken. Und dann gibt es hier halt so einen Tank, der ist dann noch ein bisschen voll oder ein bisschen leer, jetzt sind da noch ein bisschen über. Jetzt mache ich hier mal so Rechtsklick drauf. Und dann seht ihr hier, guck mal, ist jetzt Standard Word. Das ziehe ich jetzt mal hier raus und packe mir das ganz weit, na ganz so weit nicht hier hinten, irgendwo dahin, so. Ja, das ist die eine Seite, die habe ich jetzt vervielfältigt, verdoppelt. Und das mache ich jetzt mit diesen anderen auch. Das hat also folgenden Vorteil, dass man also sozusagen die Sachen, die in einem Notebook drin sind, nicht verbraucht. Sondern dass man eben sagt, ja gut, die habe ich halt und die möchte ich gerne behalten. Und das ist wichtig. Das mache ich also die, die hier in der zweiten Reihe sind, die kommen dann später irgendwie hier hinten hinter. So, damit müssen wir ein bisschen mal gucken. Also hier, sagen wir, die schiebe ich mal hier rüber. Das zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Ich will das nur eben alles kopieren, damit wir da auch genügend von haben. So, und noch eine. Zup. So, jetzt habe ich die natürlich in der falschen Reihenfolge. So, also was heißt falsche Reihenfolge? Also bei diesen hier weiß ich jetzt noch nicht, welche da das richtige, in der richtigen Reihenfolge. Ich habe einfach mal irgendwie gemacht, ja. So, und das ist auch. Also das sind jetzt sozusagen die Seiten, die ich hier drin habe, plus die Deckseite. Und das werden wir jetzt mal hier nebenan machen. Jetzt machen wir daraus so ein Buch. Das gibt ja diesen Bookbinder hier. Nein, können wir anklicken. Halt, ich muss noch hier, so mehr, das ist jetzt so hier dieser Inkmixer, ne, da kann man also auch hier Tinte und Papier reinschmeißen, dann schmeißt er irgendwie das zusammen, die kommen die leeren, die kann man wiederverwenden. Und da hole ich mir jetzt mal so ein Linkpanel raus, das ist die erste Seite. Mit diesem Ding gehe ich jetzt hier in diesen Bookbinder, ne, und schmeiße als erstes mal diese erste Seite da rein. Und dann schmeiße ich die zweite Seite und die dritte Seite und die vierte Seite da rein. Und dann kann man jetzt so ein bisschen weiterschieben, dass man wieder ein bisschen mehr Platz hat. Und dann füllt man das einfach so nacheinander aus, bis man alle von diesen Blättern, die man ja vorher kopiert hat, da drin hat. So. Und jetzt ist das hier alles drin, kann man nochmal hin und her wandern, sich das alles angucken. Aber letztendlich ist das erstmal fertig. Man kann hier noch viel mehr reinmachen. Das werden wir also auch noch also ausprobieren, dass wir so richtig tolle Welten haben werden, die also gut auch funktionieren. Aber vorher müssen wir natürlich diese Pages hier finden. Ne, das ist ja gar nicht so einfach, denn die findet man in solchen, ja, wie soll man sagen, das hatte ich ja vorhin am Anfang mal gezeigt, wo diese Dia-Wolke da ist. Da ist ja so ein kleiner Tempel und da findet man diese Seiten halt drin. Und wenn man viele hat, kann man viel gestalten. Ja. Und jetzt machen wir mal hier das TÜV-TÜV-Book. Das hole ich jetzt mal raus. Dann ist das jetzt fertig geschrieben. Dieses TÜV-TÜV-Book kann man jetzt hier quasi auf so einen Ständer packen. Und dann geht es ab in die andere Welt. Das, was ich jetzt hier im Inventar habe, dieses hier, das ist exakt dasselbe. Wenn ihr mal hier guckt, das ist einmal hier Dense Ores, Diamond Block. Das ist genau das Buch Extreme Hills. Standard Modifier, ne, also ne, Standard Clear Modifiers und so weiter. Das ist genau das gleiche Buch hier. Exakt das gleiche Buch, ne, mit Normal Moon und so weiter. Gut, aber da könnt ihr ja ein bisschen eurer Fantasie auch Lauf lassen, so ein bisschen. Wie das noch genau funktioniert und diese ganzen sagen wir mal, Veränderungen, da werde ich mich noch sehr intensiv mit beschäftigen und euch das alles berichten. Myskafeld ist ja längst nicht auf allen Servern dabei. Auf diesen ist das so. Also macht schon Sinn, wenn ihr Lust habt, das zu spielen, dass ihr auf diesen Server kommt und ist ja unten in der Videobeschreibung verlinkt oder spätestens irgendwo in meinem Wiki unter Partner-Server steht das ja. Könnt ihr also kommen, macht Spaß. Ne? Und jetzt machen wir erstmal Cut und gehen eben in diese Welt hier rein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. So, jetzt sind wir in dieser Welt hier angekommen. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, aber ihr seht, hier gibt es also diese Twilight Forest Riesenbäume. Je nachdem, wie es gebaut ist, dann sicherlich auch mit entsprechenden Spawnern drin. Und dann gibt es hier in dieser Welt, so schön sie ja auch ist, solche Dia-Planeten, Diamantplaneten, ne? Die kann man also hier schön besuchen.
Und natürlich abbauen, habe ich jetzt, kann ich euch ja zeigen, aber geht ja auch so, ne, könnt ihr euch vorstellen. Und ansonsten ist das eben eine komplett Extremhilfswelt, die also überall so schöne Berge hat und entsprechend natürlich auch reichlich an Rohstoffen sicherlich. Ich werde jetzt mal irgendwo gucken, dass ich runterkomme, um euch zu zeigen, ob denn der Rohstoffreichtum hier auch einigermaßen ist. Und dann ist es ja auch so, diese Welt hier scheint sauber zu sein, also nicht irgendwie geschädigt durch irgendwelche Modifier, die noch nicht bereinigt sind oder sowas. Ich gehe jetzt mal einfach hier runter, schauen mal. Also ein bisschen diesen Blödmännern aus dem Weg gehen. Die können mich mal, oder gehen wir mal runter, schauen mal, guck mal, hier sind schon entsprechende Rohstoffe, klar, sicherlich. Ich gehe mal runter auf 20, 30 oder so. Mal gucken. Ich habe keine Caves, glaube ich, hier drin. Das müsste dann zufällig sein. Ah, ich gehe mal einen weiter nach da. So, da können die mich mal. So, hier ist natürlich auch wieder Eisen und so. Also es ist schon also eine einigermaßen vernünftige Welt. 48, naja, ist noch nicht sehr tief unten. Wir sehen ja, sehen, ob da unten Bedrock ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es kann auch mal passieren, dass die Welt überhaupt gar keinen Bedrock hat. Das heißt, man fällt dann unten ins Nichts, wenn man nicht fliegen kann. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt hier unten mal ein bisschen langsamer nach unten buddeln. Auch Glück, dass ich noch keine Lava hier hatte. Was haben wir jetzt? 12, 10, 11. So, mal gucken. Aha. Da ist auch Redstone, das ist auch schon mal gut. Ja, oh, mal gucken hier. Ah, da ist Bedrock. Das heißt, diese Welt ist hier in Ordnung. Und insofern hat das also Spaß gemacht, das zu bauen. Okay, ja, soweit erstmal. Das ist jetzt erstmal so eine grobe Idee davon, wie Mystica funktioniert. Wir werden das sicherlich in nächster Zeit noch sehr ausgiebig hier austesten, was man alle machen kann und wie man das noch weiter optimiert. Und darüber werde ich euch natürlich berichten und wir werden das natürlich hier als YouTuber-Community zusammen machen. Ah, seht ihr, guck mal hier, da ist sogar so ein Emerald. Das ist ja eine, absichtlich eine Welt mit Extreme Hills und auch mit Dense Ore, also mit relativ dichten, aber nur einem Dense Ore. Ich muss da noch ein paar mehr einbauen als Modifier, dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ansonsten gut, kann man jetzt natürlich hier durchlatschen und dann kriegt man das ein oder andere an entsprechenden Rohstoffen. Passt schon. So. Okay, also ich denke mal, an dieser Stelle habt ihr gesehen, wie das läuft und ihr solltet natürlich klar, logischerweise, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, was ich ja nicht hoffe, solltet ihr den Kanal einfach abonnieren und da kommen natürlich noch mehr von diesen Folgen. Es gibt ja schon ganz, ganz viele Tutorials zu allen möglichen Themen. Schaut sie euch alle an und es kommen auch immer noch neue und diejenigen, die natürlich schon den Kanal abonniert haben, die kennen das ja alle schon. Schaut doch mal im Wiki vorbei. Es muss wieder abgedatet werden. Eigentlich müsste ich mal jemanden haben, der mitmacht. Das wäre auch ganz nett. Aber gut, ansonsten mache ich mal irgendwann mal mir dafür Zeit wieder für nehmen. Und dann versuche ich den YouTube-Channel hier so ein bisschen intern zu vernetzen. Das muss ich dann auch noch ein bisschen überlegen, wie das am besten geht. Also das könnt ihr alles live miterleben. Das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von allen, die mitmachen. In der YouTuber City, da ist jetzt auch der Redstone LP jetzt aufgeschlagen. Den haben wir jetzt erstmal getrustet, so dass der da auch arbeiten kann. Der hat sich auch nebenan schon ein Grundstück gesucht. Der macht ein bisschen was mit Ars Magica. So dass wir demnächst sicherlich auch da so ein bisschen interessante Sachen vorführen können. Ah, hier ist auch noch so ein Tutorial-Effekt. Ihr seht, das passiert manchmal. Man kann einfach hier nicht weitergehen. Ja, gibt mir sogar Schaden. Und das liegt also an folgender Situation. Da hat der Server die Daten nicht richtig geschluckt. Ich baue jetzt mal einfach hier wieder zu. Da werdet ihr jetzt sehen, irgendeiner der Blöcke wandelt sich, der wandelt sich wieder in den ursprünglichen zurück um. Na, der nicht, das okay, das war nur ein Block, der kaputt war. Wenn man das jetzt wieder abbaut, kann man dahergehen. Ne? Das geht. Muss man so gucken. Ne? Ja, ich weiß, da ist immer noch einer nicht geschluckt worden. Mal gucken. Ja, jetzt müsste es eigentlich passen. Nein, hier ist noch. Ah, hier unten wahrscheinlich. Ah, seht ihr genau, der hat sich wieder umgewandelt.
Und der auch, und das, die sind nicht richtig abgebaut worden. Da sind die Daten nicht an den Server richtig weitergeleitet worden. Das liegt natürlich an meiner schlechten Internetleitung. Um das mal ganz nett vorsichtig zu formulieren. Die bauen sich wieder zurück, die. Ja, also das an der Stelle ist das nur auf Client-Optik sozusagen berechnet worden, aber nicht auf Seiten des Servers, wo man dann also tatsächlich weiterarbeiten kann. Gut, soweit also ein bisschen Troubleshooting, wenn ihr mal irgendwo nicht weiterkommt, dann habt ihr das jetzt auch drauf. Und na gut, auf die Art und Weise wird sich das Pyramidalist-Projekt in alle möglichen Richtungen immer weiterentwickeln und wir hoffen natürlich darauf, dass Minecraft noch weiter existiert und dass die ganzen Turbulenzen, die mit den Plugins und den Mods und so im Augenblick da sind, durch den Eigentümerwechsel auf Microsoft, dass das also einigermaßen weiterläuft und erhalten bleibt. Das wäre schade um das Spiel. Okay, bis dahin spielen wir aber hemmungslos weiter und wir haben Spaß. Guck mal, hier so einen ganzen Haufen Tiers. Das ist ja auch nicht falsch. Guck mal hier, wow. Ach ja, das ist ja eine tierhaltige Welt. Da habe ich jetzt hier unten so ein Ding gefunden. So eine Kugel quasi, die aber unter Tage ist. Und das ist natürlich super genial. Also ehrlich, da kann man ja gar nicht meckern. Verfluchte Scheiße, ist das gut. Ja, also da könnt ihr so richtig zuschlagen. Ich habe noch so einen speziellen Hammer, den habe ich jetzt nicht bei mir. Da kann man immer 3x3, also 9 Block auf einmal abschlagen. Da geht es so richtig ab. Das zeige ich euch dann bei Zeiten mal. Aber gut, okay, das war jetzt erstmal von hier. Soweit erstmal der erste Einstieg in Mistkraft. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, like das Video und den Kanal. Ah, hier ist schon wieder Ende. Naja gut, macht ja nichts, sind ja schon ein paar. Also liked und sagt vor allen Dingen weiter, dass es den Kanal gibt. Alle Leute, die davon wissen, können sich beteiligen, mitmachen, mitspielen hier auf dem Server. Der ist also irgendwie hier unten in der Videobeschreibung irgendwie verlinkt. Und wenn er da nicht ist, dann eben beim Wiki. Irgendwie ist er auf jeden Fall da, sodass ihr mitmachen könnt. Selbst wenn wir den Server mal wechseln sollten, weil irgendwas nicht läuft, werden wir natürlich das alles so machen, dass alle immer mitkommen können und wir diese Community längerfristig aufrechterhalten. Das macht dann auch mehr Spaß, dann kann man sich so ein bisschen einpendeln aufeinander und miteinander das eine oder andere machen. Gut, okay, wir sehen uns, wie gesagt, in einem der alten, neuen oder sonstigen Tutorials und bis dahin spielt Minecraft, habt Spaß dabei und jo, bis dann, ciao.